Richard David Precht, der, ich habe es eben schon gesagt, ein tolles Buch gemacht hat. Freut mich, dass wir heute mal die Chance haben. Wir schimpfen immer über Politik. Heute reden wir mal über uns. Ich finde, wir müssen auch mal über uns ganz dringend reden. Und da gibt es auch einiges, was wir dringend mal verhandeln müssen. Ein tolles Buch gemacht hat von der Pflicht. Und in dem es einen Satz gibt, der wie folgt lautet: Das Vertrauen in den liberaldemokratischen Staat in Zeiten der Pandemie ist mehrheitlich gestiegen. Haben Sie das Buch zu früh geschrieben? Ach, naja, zu dem Zeitpunkt, als ich das geschrieben habe, Dezember, Januar, galt das ja noch. Und es war ja auch eine Bilanz des Jahres 2020. Ich meine mit dem Vertrauen auch nicht, also die große Erschütterung des Vertrauens ist sicherlich durch das Missmanagement im Zusammenhang mit der Impfstoffkampagne passiert. Ne? Mhm. Dass wir das mit dem Impfen nicht richtig hinkriegen, dass wir uns da fast wie ein Drittweltland manchmal angestellt haben, dass wir nicht genug Impfstoff hatten, dass es enorme logistische Probleme gab. Das hat, glaube ich, das Vertrauen der Bürger in den Staat ziemlich stark erschüttert. Aber die Tatsache, dass der Staat gesagt hat, wir müssen zum Schutz der Schwachen, der Vulnerablen, der Kranken, der Alten und so weiter bestimmte Maßnahmen erlassen, die dazu führen, dass ihr euch nicht mehr mit jedem treffen könnt und dass ihr Masken tragen müsst und so. Das hat eigentlich zu jedem Zeitpunkt, sogar bis heute noch, eine Mehrheit der Bevölkerung für richtig gehalten. Und es war ja auch tatsächlich so, dass zumindest in den ersten Monaten die Politiker, die die härtesten Maßnahmen ergriffen haben, Beispiel Markus Söder, besonders stark profitiert haben. Und es ist immer noch nicht so, dass sich der Wind jetzt in die andere Richtung gedreht hätte und dass jetzt alle große Fans von Herrn Hans werden, wenn der Modellversuch im Saarland macht, entgegen den Rat der Experten. Also insofern ist dieser Satz nicht gänzlich verkehrt. Also ich glaube eher, dass die Vertrauenskrise in den Staat, die im Augenblick spürbar ist, diejenige ist, dass man dachte, Deutschland kriegt sowas wie die Impfkampagne vernünftig organisiert und feststellen muss, wie schlecht wir das machen. Aber wenn man sich mal, vielleicht können wir das mal zuspielen, ein Ausschnitt aus der Querdenker-Demo in Kassel. Man mal zuhört und reinhört, was die Leute sagen, aber auch dieses Gefühl mal mitkriegt, welcher Hass da ist, was den Leuten da speziell Polizeibeamten entgegengebrüllt wird, da merkt man schon, dass da was verrutscht ist, speziell in den letzten Wochen und Monaten. Seit einem Jahr sind uns unsere Grundrechte genommen, weil die Kinder müssen ganz nach in der Schule mit dieser Maske. Ich werde als Corona-Leugnerin in meiner Schule beschimpft, weil ich einmal was gegen die Maßnahmen gesagt habe. Ich trage diese behinderte Maske nur, weil ich es muss. Warum ich hier bin, weil ich Angst um unsere Demokratie habe und um die Freiheit. Weil ich im Moment hier lebe in einem Staat, in dem der mir weniger Rechte gewährt als Nordkorea es täte. Ich denke an uns. Hören Sie mal, ich bin von Grund. Ein bisschen Abstand. Sie kommen mir immer näher. Ja, macht doch nichts. Ich habe doch keinen Mundschutz auf. Sie haben doch eine Maske auf. Ja, und aber Sie nicht. Ja, ich bin der Superspreader. Ich bin die Gefahr. Wissen Sie das? Nein, ich. Sehen Sie, und das ist mal, doch das von mir geht nichts aus. Sie können es doch gar nicht beurteilen. So, das Vertrauen in den liberaldemokratischen Staat ist eher gestiegen. Ja. Also wir sind uns, glaube ich, alle einig in dieser Runde, dass das, was wir hier gerade in den Bildern gesehen haben, nicht die Meinung der Mehrheit der Bevölkerung ist. Absolut, ja. Ja, es gehört immer zu den Tricks radikaler Minderheiten, egal ob das bei Pegida war oder bei den Querdenkern, sich zum Volk zu erklären. Ja, das ist totaler Schwachsinn. Also das ist eine relativ kleine, aber sehr lautstarke Minderheit. Mhm. Die, aber interessant ist, wer durchaus, da mitläuft. Ne? Durchaus, ja. Also ich meine, das ist ja eine interessante Mischung zwischen rechts und links zum Teil, die da stattfindet. Dann tief ins Bürgertum rein, ja, Akademiker, dann gibt's einfach Leute, die sind notorische Kindsköpfe. Das gehört auch dazu. Es gibt Leute, die sind immer grundsätzlich dagegen. Es gibt Leute, die haben immer was gegen den Staat. Mhm. Es gibt Leute, die haben Spaß an Randale. Es gibt ganz viele verschiedene Motive. Nur, ganz wichtig ist zu sagen, das ist eine sehr, sehr kleine Minderheit, an denen die Medien natürlich auch viel Gefallen gefunden haben, weil das natürlich dann so schöne Bilder gibt. Na, aber das finde ich jetzt ein bisschen arg. Doch, das muss man aber ganz klar sagen. Es ist ja rein prozentual. Also nee, das verstehe ich rede jetzt nicht über Leute, die sich über die Impfkampagne aufregen, dass die nicht vernünftig funktioniert. Ich rede nicht über Leute, die manche Maßnahmen für seltsam halten, wie zum Beispiel diese komische 15-Kilometer-Regel, die mal aufgestellt wurde. Ja, ich rede auch nicht über Leute, die jeden Tag darüber seufzen, dass sie enorme berufliche Probleme haben und sich wünschen, ja, diese blöde Pandemie wäre vorbei. Ich rede über Leute, die erzählen, wir hätten ja weniger Rechte als in Nordkorea.
Und von denen, das ist nicht mal 1% der Bevölkerung, die das denkt. Nee, das ist absolut richtig. Aber wenn man sich ähnliche Bilder auch aus den USA anschaut, das auch mehrfach irgendwie auf Reisen für Dokumentation durch das Land erlebt, da ist mir eins klar geworden, man muss natürlich solche Dinge ernst nehmen. Ja. Denn die, die dort sind, sind wiederum auch nur eine kleine Minderheit, Teil eines größeren Ganzen, das nicht so klein ist, wie wir manchmal unterstellen, die nicht nach Kassel fahren, weil sie gerade keine Zeit haben, keinen Bock haben, keine Lust haben, was auch immer. Das heißt, die ventilieren dort etwas, was viele durchaus auch stillschweigend dulden und tolerieren. Da bin ich völlig, völlig auf Ihrer Seite. Das war auch das von Typen wie Donald Trump. Das war auch das Motiv, das Buch zu schreiben. Ja, weil ich mir natürlich Sorgen mache. Also mir fiel auf, bis hin in den erweiterten Bekanntenkreis, dass auf einmal Menschen grundsätzlich dem Staat üble Motive zugetraut haben. Leute, bei denen ich das nicht für möglich gehalten hätte, die plötzlich sagen, der Staat benutzt die Pandemie, ja, weil der damit finstere Zwecke verfolgt. Was diese finsteren Zwecke sind, da ist sich dann keiner einig. Jeder hat dann andere Vorstellungen. Aber jedenfalls besser, ein grundsätzliches Unbehagen gegenüber dem Staat. Mhm. Und das finde ich natürlich interessant, weil ich kenne natürlich Unbehagen gegen den Staat aus meiner eigenen Jugend. Bei der Volkszählung, beim maschinenlesbaren Personalausweis, wo man gesagt hat, oh, dem Staat kann man nicht trauen und so. Dann ist dieses Unbehagen gegenüber dem Staat zurückgegangen. Jetzt kommt das ausgerechnet bei der Corona-Pandemie. Der Staat geht ja nicht hin und sagt, ich probiere jetzt mal ein bisschen Diktatur aus und schränke mal Grundrechte ein. Sondern der Staat steht vor einem generellen Problem. Nämlich von dem, wenn ich jemanden anstecke, ja, dann geht er ein hohes Risiko ein, möglicherweise zu sterben. Das heißt, dessen Recht auf Leben ist damit bedroht. Das Recht auf Leben ist ein Grundrecht. Jetzt hat der Staat also das Problem, wenn er nichts macht, werden Grundrechte bedroht. Nämlich das wichtige Grundrecht, das Recht auf Leben, das ist quasi nach der Würde das zweithöchste Grundrecht. Also muss der Staat andere Grundrechte einschränken, um das Grundrecht, Recht auf Leben, zu schützen. Das ist ein Gedankengang, den macht schon mal ein Teil dieser Leute erstmal gar nicht mit. Der ist ihnen schon mal nicht klar. Ja? Das heißt also, die ganz, ganz wichtige Frage ist, dass der Staat jetzt, und das macht er nicht immer gut, und da eiert er rum und irrt da irgendwie vorwärts, immer gucken muss, wie er das so halbwegs balanciert kriegt. Das ist die schwierige Rolle, in der er sich befindet. Aber nicht, dass er irgendeinen Spaß oder Lust daran hat, den Menschen Grundrechte wegzunehmen. Und die zweite Seite, die überhaupt nicht vorkommt... Es unterstellt auch immer, dass der Staat die Politik Spaß am Verbieten hätte. Das glaube ich zum Beispiel auch nicht. Nee, niemand hat Spaß daran. Man macht sich wahnsinnig beliebt, wenn man wie Herr Hans hingeht und lockert. Also jeder, ne, wenn Sie sich beliebt machen wollen in Bremen, dann sagen Sie, wir machen jetzt einen Bremer Weg oder einen Bremer Modellversuch und so weiter, wie Herr Palmer das in Tübingen macht und so. Damit kann man das funktioniert ja auch. Ja, aber damit kann man immer grundsätzlich punkten. Wenn man sagt, nee, wir fahren jetzt den rigiden Kurs, so nach einem Jahr verboten, haben die Leute eigentlich keine Lust mehr drauf. Ne? Mhm. Also das ist ja auch zunächst einfach mal menschlich nachvollziehbar. Dass Frau Merkel Spaß daran hat, den Leuten irgendwas zu verbieten oder die Ministerpräsidenten, das ist eine völlig abwegige Vorstellung. Weil das ist genau das Gegenteil davon, sich in irgendeiner Form beliebt zu machen. Aber der Punkt, an dem wir jetzt sind, ist doch ein wahnsinnig schwieriger Punkt. Wir sind doch jetzt alle gemeinsam in so einer Falle. Und das merkt man ja auch an dem, was da gerade politisch auch passiert. Also eigentlich haben wir die Chance vor sehr langer Zeit verpasst, sehr konsequent gegen dieses Virus vorzugehen. Das Ding ist weitergelaufen. Wir beklagen mittlerweile fast 100.000 Tote. Also wir sind in einer sehr dramatischen Situation, was das angeht. Und wir kommen im Moment nicht richtig vor und nicht zurück. Wir haben eine Bevölkerung, die Maßnahmen nicht mehr wirklich mittragen will, die wütend ist. Das ist das neue Wort, das wir in dieser Woche gelernt haben. Eine Mischung aus müde und wütend. Ich finde, das trifft es sehr, sehr gut. Und gleichzeitig hast du diese Mutation, diese britische Mutation, die dafür sorgt, dass die Zahlen auf der anderen Seite explodieren. Mhm. Das heißt, du sitzt in gewisser Weise in der Falle. Und deswegen fand ich Ihr Buch so interessant, weil es im Grunde jetzt mal etwas in den Fokus rückt, das wir gerne immer von uns wegpacken. Also wir fordern alles Mögliche ein von diesem Staat. Wir wollen unsere Rechte zurück. Wir beklagen, dass wir in einer Corona-Diktatur leben, so wie eben gerade gehört und so weiter und so fort. Aber die andere Seite dieser Forderung, wenn du Freiheit einforderst, ist doch die andere Seite der Medaille die Verantwortung, die Eigenverantwortlichkeit. Das heißt, die Frage nach deiner eigenen Pflicht. Ja, es gibt ja Menschen, die haben, das bei den Querdenker-Demos natürlich besonders häufig, die eigenartige Vorstellung, der Staat ist dafür da, ihnen Rechte zu garantieren und ihnen auf der Gegenseite nichts abverlangen zu dürfen. Und das ist de facto nicht der Fall. Ja, der Staat kann einem selbstverständlich abverlangen, dass die Maßnahmen, die der Staat ergreift, zum Schutz der Schwachen, und das ist das starke Motiv, das dahinter ist, dass sie eingehalten werden.
Ja, also es gibt einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen Rechten und Pflichten. Das ist ja was man jedes Kind lernt. Und das gilt genauso fürs Staatsbürgertum. Jetzt haben wir aber, und das ist eigentlich so die Hauptsorge, die ich hatte, als ich das Buch geschrieben habe. Wir leben in einer Gesellschaft, in der die Menschen so das Gefühl haben, sie müssen können vom Staat immer kriegen. Jeder weiß sehr genau, was ihm zusteht. Jeder Politiker, der heute eine Wahl gewinnen will, der verspricht da Steuererleichterungen und da Kinderfreibetrag und da wird Kindergeld erhöht und da gibt es eine höhere wird immer nur was versprochen. Dann passiert das, dass die Menschen so das Gefühl haben, sie gehen einen Vertrag ein mit einem Unternehmen, von wo sie jetzt den ultimativen Handytarif oder irgendwas kriegen. Also sie benehmen sich nicht wie Staatsbürger, sondern sie werden zu Kunden. Sie haben so eine kundenartige Erwartung an den Staat, dass der Staat ihnen alles und so weiter zu liefern hat, aber ihm, wie das bei Kunden so ist, nichts abverlangt. Und das ist so ein bisschen die Haltung, die viele Menschen zum Staat inzwischen eingenommen haben. Und da mache ich mir natürlich Sorgen, weil mit dieser Basis kann man langfristig keinen Staat machen. Also der Staat ist darauf angewiesen, dass die Menschen ein Verantwortungsgefühl nicht nur für sich haben, sondern eben auch für die Gemeinschaft, dass ein gewisses Solidaritätsgrundbedürfnis da ist, was sie auch ausleben. Es gibt diesen berühmten Satz von dem ehemaligen Verfassungsrichter Böckenförde, der gesagt hat, dass der freiheitlich-liberale Staat an Bedingungen gebunden ist, die er selber nicht produzieren kann. Das heißt, er kann nicht einfordern, Leute, seid religiös, Leute, seid moralisch. Das kann er nicht machen. Aber er braucht Menschen, die moralisch sind, die sozial sind, die gemeinwohlorientiert sind, um zu funktionieren. Und was mich beschäftigt, ist die Frage, wo soll das eigentlich herkommen? Also was fördert in unserem Land Gemeinwohlorientierung, Empathie, Rücksicht auf andere? Wie kann man das fördern? Und wie kann in einer Gesellschaft, in der wir auch ökonomisch immer stärker auf Egoismus konditioniert werden, das günstigste Flugticket abzuzocken, selbst bei der Bahn ist das so, wer als erster bucht, der hat den besten Preis. Das fand ich einen so guten Punkt in Ihrem Buch, weil Sie sagen, dass selbst staatliche Unternehmen wie die Bahn skandalös nach genau diesen Prinzipien funktionieren. Das heißt, wer sozusagen der gerissenste ist, der schlaueste, geiz ist geil, auch bei der Bahn. Der 80-Jährige, der nicht online sein Ticket bucht, sondern zum Schalter kann er ja eigentlich nicht mehr gehen, sondern zum Automaten geht. Der muss am meisten bezahlen und der am cleversten ist und am findigsten ist, der fährt auf Kosten des Rentners. Und eine Gesellschaft, in der man weiß, wenn ich nicht clever bin, bin ich der Doofe. Wenn ich bei Sky nicht sofort meinen Vertrag kündige, dann zahle ich einen zu hohen Tarif, bei meinem Handyanbieter auch. Ich werde überall nur verarscht. Ich muss sehen, dass ich an mich denke. Das ist eine Haltung, die setzt sich irgendwann fest. Exakt. Und diese gleiche Haltung nehmen viele Menschen dann irgendwann auch zum Staat ein. Und wenn das passiert, dann bröckelt unser Gemeinwesen. Und dann können Verhältnisse, wie Sie die aus den USA beschrieben haben, irgendwann auch bei uns möglich sein. Und davor habe ich Angst. Ja, das ist ein interessanter Punkt. Die Frage ist natürlich, wie kommen wir da raus? Das ist das eine. Und die andere Frage ist, wann endet sozusagen diese Fürsorgepflicht des Staates? Also wenn Sie eingangs vorhin sagten, jetzt im Moment oder am Beginn dieser Pandemie war die große Aufgabe, wir alle müssen solidarisch sein, wir müssen Entbehrungen in Kauf nehmen, um diese berühmte vulnerable Zielgruppe, die Älteren, die es besonders hart getroffen hat und von denen viele, viele gestorben sind, um die zu schützen. Endet dann sozusagen unsere Verpflichtung gegenüber dem Staat in dem Moment, wo die geschützt sind? Heißt, jetzt zum Beispiel, wo ein guter Teil der über 80-Jährigen geimpft ist, haben wir dann plötzlich wieder mehr Rechte. Also muss uns der Staat dann wieder etwas zurückgeben? Das ist eine sehr interessante Frage. Ja, also mich hat immer das Argument Schutz der Schwachen, da sind ja auch die Menschen Vorerkrankungen, Diabetiker und so weiter dabei. Genau, die kommen alle damit rein. Wenn die besonders gefährdeten Zielgruppen, wenn die durchgeimpft sind, jeder, der sich von denen impfen lassen möchte, ist es extrem schwer, weiter Maßnahmen aufrechtzuerhalten. Dann wird die philosophische und moralische Begründung ausgesprochen wackelig. Weil es ist ja nicht die Aufgabe des Staates, mich vor mir selbst zu schützen. Exakt. Ja, also ob ich mich zu Tode saufe, geht den Staat überhaupt nichts an. Es geht nur was an, wenn ich jetzt eine alte Dame anstecke oder einen Diabetiker oder sowas, der nachher an Corona stirbt. Ja. Das heißt also, die Übertragung, also meine Gefährlichkeit für andere, die geht den Staat was an. Meine Lebensführung, ob ich zu viel Zucker esse, ob ich rauche, was weiß ich, das geht den Staat überhaupt nichts an. Was folgt denn daraus? Und der Punkt ist, wenn die besonders gefährdeten Gruppen, wenn die alle geimpft sind, dann ist es doch meine Sache, also meine Eigenverantwortung, zu sagen, wenn ich auf den Markt gehe und da ist ein dichtes Gedränge, dann ziehe ich eine Maske auf. Ich kann mich ja weiter schützen. Aber das fällt dann in den Bereich der Eigenverantwortung.
Jetzt kann man natürlich lange philosophisch darüber streiten, wo genau ist dieser Punkt erreicht, wenn alle 65 oder alle 70. Das ist auch nicht einfach. Aber das ist die Linie. Der Staat kann nicht so weit gehen und kann sagen, solange Menschen von anderen angesteckt werden können, gibt es Maßnahmen. Ja, also dann ist die Angemessenheit weg. Also ich denke mal, wenn alle über 70 geimpft sind und alle mit entsprechenden Vorerkrankungen und so weiter, dann wird es ausgesprochen schwierig, überhaupt weiter Maßnahmen aufrechtzuerhalten, mit einer Ausnahme. Und diese Ausnahme wäre dann, wenn die Impfung gegen die neuen Mutationen nicht wirksam ist. Ja, das, dann gilt das natürlich klar, nicht, das was ich klar gerade gesagt habe. Dann haben wir eine neue, Fall, haben wir eine neue Impfung, Pandemie. Impfung, also ja, so sehr ich die Maßnahmen jetzt verteidige, nicht jede einzelne Maßnahme, aber die Tatsache, dass der Staat die Pflicht, nicht nur das Recht hat, Maßnahmen zu erhalten, umso kritischer würde ich sein, wenn die Vulnerablen durchgeimpft sind, weiterhin starke Maßnahmen erlassen werden. Das sind zwei verschiedene Dinge. Grenze zieht, weil es natürlich auch unter 70 erhebliche Mortalitätsraten geben kann. Und also insofern ist das eine schwierige Frage, aber grundsätzlich der Ansatz stimmt. Die Aufgabe ist es nicht, mich vor mir selber zu schützen, sondern die gesellschaftliche Dimension herzustellen. Das ist wahr. Aber dieser Begriff der Pflicht nochmal abschließend, ne? Das ist ja so ein völlig aus der Mode gekommener, verstaubter, altmodischer Begriff. Ja, das hängt ja ein bisschen damit zusammen. Also in früheren Zeiten hatte man als Untertan, als man noch nicht Staatsbürger war, ja, lauter fiese Pflichten gegenüber dem Staat. Der konnte mit einem machen, was er wollte. Man hatte keine Rechte, aber nur Pflichten. Das wäre dann Nordkorea, was der Herr da gerade erwähnt hat. Dann hat sich das Verhältnis ja positiverweise immer weiter verändert. Erklärung der Menschenrechte, Bürgerrechte, Grundrechte und so weiter. Es sind immer mehr Rechte dazu gekommen und die Pflichten sind weniger geworden. Sich an die Gesetze halten, Steuern zahlen und so weiter. Und da kann das natürlich, also eine sehr positive Entwicklung, die ich auch begrüße. Die Frage ist nur, wenn die ohne Ende immer weitergeht, dann haben die Menschen irgendwann kein Pflichtbewusstsein mehr. Und ich habe mich ja damals daran sehr gestört, als Gutenberg die Wehrpflicht ausgesetzt hat. Ja, also ich finde es großartig, dass die Menschen nicht mehr zum Militär müssen. Ich finde es großartig, dass ich nicht mehr die Pflicht habe, für mein sogenanntes Vaterland zu sterben. Das finde ich große Errungenschaften. Aber ich habe mir natürlich damals schon Sorgen gemacht, das ist jetzt fast 10 Jahre her, was passiert mit dem Pflichtgefühl gegenüber dem Staat, was damit ja auch zu den Akten gelegt wird. Und das halte ich nicht für eine positive Entwicklung. Weil ich meine, also was mir auffällt, Corona-Leugner arbeiten selten auf Intensivstationen. Menschen, die sich ganz viel für andere engagieren, finden sich sehr selten bei Querdenker-Demos. Ich glaube, je mehr man in einem empathischen Zusammenhang ist, je mehr man fürs Gemeinwohl tut, je mehr man sich einbringt, umso stärker ist man dagegen gefeit, solche idiotischen Positionen zu beziehen. Und deswegen fände ich es sehr gut, wenn es ein soziales Pflichtjahr gäbe nach der Schule, ja, statt des Wehrdienstes. Genau. Und was der Vorschlag ist nicht neu, genau. Aber der zweite Vorschlag, der ist sensationell. Mal genau zuhören. Ja, der zweite Vorschlag geht dahin, dass Leute beim Eintritt ins Rentenalter auch ein soziales Pflichtjahr machen. Ja, allerdings jetzt nicht 40 Stunden oder 35 Stunden, sondern nur 15 Stunden. Tätigkeit, die sie sich selber ausgesucht haben, nach Beratung. Ja, um sich auf diese Art und Weise in die Gemeinschaft einzubringen, weil ich festgestellt habe, ungefähr ein Drittel aller Rentner und Pensionäre macht sowas. Ein Drittel kann man mit Sicherheit sagen, die sind dafür nicht zu gebrauchen, die kann man auch freistellen. Die wollen das ganz und gar nicht. Ja? Also wer Menschenfeind ist oder wer körperlich nicht in der Lage ist, der muss das nicht machen. Aber das andere Drittel noch dazu zu gewinnen, also ich glaube, dass jemand, der nicht auf die Idee gekommen wäre, in einer Kinderkrebsstation Kindern vorzulesen, weil er auch niemanden kennt, der sowas macht, der überhaupt nicht auf die Idee käme, der jetzt dazu kommt, der hört auch nach dem einen Jahr nicht auf. Das heißt also, das macht nicht nur etwas, dass er den Kindern was Gutes tut, er tut auch sich selbst etwas Gutes. Also. Und diese Form von Selbstwirksamkeitserfahrung, meine ich, ist sozusagen die beste Form, gute Staatsbürger hervorzubringen, weil die positive Erfahrung, etwas für andere zu tun, das kann man nur praktisch vermitteln. Das kann man jemandem nicht theoretisch erklären. Spannend.